Vielen Dank, liebe Frau Suko, für die herzliche Begrüßung. Und ich schließe mich Ihrer perfekten protokollarischen Begrüßung aller Gäste an und sage deshalb von Herzen, lieber Michael Suko, liebe Gäste, es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, dass ich heute hier bei diesem Festakt dabei sein darf. Und als allererstes, lieber Michael Suko, möchte ich Ihnen noch einmal auch im Namen der ganzen Landesregierung von Herzen alles Gute wünschen zum 80. Vor allem Gesundheit und dass Sie weiter so viel Kraft und Energie haben. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. 80 Jahre, Michael Suko, das ist ein bisschen wie die Fortsetzung der Festlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit und zum 30-jährigen Jubiläum von Mecklenburg-Vorpommern. Denn die Entstehungsgeschichte unseres Landes gehört ganz eng zusammen mit dem Lebenswerk von Michael Suko und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Das Nationalparkprogramm. Sie haben die Geschichte bestimmt schon oft gehört, aber sie ist immer wieder wert, erwähnt zu werden. Im Bereich des Natur- und Umweltschutzes ist mit der friedlichen Revolution, mit der deutschen Einheit Großartiges gelungen. Mit der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit haben wir sehr viel geschenkt bekommen. Freiheit, Demokratie und es sind großartige Entscheidungen im Bereich von Naturschutz getroffen worden, wo man nicht weiß, ob es heute noch mal so gegangen wäre. Die friedliche Revolution war nämlich die Chance, die Anliegen der Bürgerbewegung und Verbesserungen durchzusetzen, die sonst so schnell nicht möglich gewesen wären. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich unterstreichen, was ich schon in meiner Festrede zu 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern gesagt habe. Es wird immer viel auf die friedliche Revolution geschaut, auf die Bürgerbewegung, die der Impuls war, in den Jahren vor 89 überhaupt zur friedlichen Revolution zu kommen. Aber mit dieser Bürgerbewegung ist ganz eng verbunden die Bewegung für mehr Umweltschutz schon in der DDR. Das war eine ganz wichtige Bewegung und deshalb war die friedliche Revolution eine große Chance, diesem Anliegen nach mehr Umweltschutz, für mehr Naturschutz auch Rechnung zu tragen. Es war ein Neustart für ganz Deutschland und dieser Erfolg, das Nationalparkprogramm, ist ganz eng mit dem Lebensweg und der Persönlichkeit von Michael Suko verbunden. Heute sind wir sehr stolz darauf, dass von 16 Nationalparks, lieber Jochen Flassbart, 3 alleine in dem schönsten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind. Und ich hatte gerade die Gelegenheit, im Urlaub jetzt wieder im Nationalpark unterwegs zu sein. Und gerade nach den letzten Monaten, die uns alle doch sehr viel abverlangt haben, kann ich nur sagen, einmal im Nationalpark, einmal im Wald, ein Spaziergang und man tankt wieder so viel Kraft, wie man sich das eigentlich woanders gar nicht holen kann. Und auch da habe ich es wieder empfunden, dass es ein großer Segen ist, dass Sie und die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter damals dafür gesorgt haben. Das Lebenswerk von Michael Suko ist nicht einfach nur ein politischer Erfolg, der 30 Jahre zurückliegt. In der Michael-Suko-Stiftung arbeiten heute 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Ob am Faulen Ort, im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin, auf der Insel Kos in Mecklenburg-Vorpommern, ob in Usbekistan oder Äthiopien. Überall auf der Welt hinterlässt das Wirken von Michael Suko seine Spuren. Überall gibt es Menschen, die von den Spaziergängen mit Michael Suko erzählen, die ihnen die Augen geöffnet haben für die Schönheit und für den Wert der Natur, die uns umgibt. Michael Suko hat ein Anliegen und das Entscheidende ist, er versteht es, Menschen für dieses Anliegen zu gewinnen und zu begeistern. Und deshalb, lieber Michael Suko, wünsche ich mir mehr Michael Sukos in der Politik und auch bei politischen Entscheidungen. Denn meine feste Überzeugung ist, dass wir Umweltschutz, Klimaschutz mit den Bürgerinnen und Bürgern machen müssen. Dass wir sie dafür überzeugen und begeistern müssen, auch die, die noch skeptisch sind oder Sorgen haben, dass ihnen dadurch vielleicht zu viel Einschränkung kommen, dass sie etwas verlieren, dass sie das vielleicht sozial auch nicht schaffen. Ich halte nicht viel davon, nur mit den Verboten um die Ecke zu kommen, sondern es ist
ganz, ganz entscheidend, dass wir Menschen begeistern für diese Idee. Sie haben es immer verstanden und haben viele auch von uns in der Politik deshalb auch für wichtige Entscheidungen überzeugen können. Michael Suko hat ein Anliegen und er versteht es, die Menschen dafür zu gewinnen und auch viele in unserer Landesregierung. Die Landesregierung, dass die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern seit 1997 über Grundlagen und Ziele zum Moorschutz verfügt und seit 2000 ein Moorschutzkonzept hat, das regelmäßig fortgeschrieben wird, wäre nicht denkbar ohne Michael Suko und das Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald, die er lange geleitet hat. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir unsere Moore schützen können, dann tun wir das auf der Grundlage der Arbeit von Michael Suko. Lieber Herr Suko, ich danke Ihnen auch für Ihre Mitarbeit im Zukunftsrat Mecklenburg-Vorpommern. Mir war es wichtig, dass wir einen Zukunftsrat gründen aus engagierten Frauen und Männern aus Mecklenburg-Vorpommern, die Vorschläge machen für die weitere Entwicklung unseres Landes. Im Zukunftsrat haben 49 Sachverständige gemeinsam Vorschläge für die Entwicklung unseres Landes erarbeitet. Der Zukunftsrat empfiehlt uns ökologische Verträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit miteinander zu verbinden und gemeinsam voranzubringen. Dazu gehört ganz dringend, was Michael Suko immer schon gefordert hat, die Schönheit der Natur zu bewahren, die uns umgibt, und unsere Lebensgrundlagen für die Zukunft zu sichern. Es ist deshalb Aufgabe der Landesregierung, diese Vorschläge in den kommenden Jahren auch umzusetzen, auf der Grundlage des Zukunftsrates mehr zu machen für Umwelt, Natur und Klimaschutz. Und wir haben ganz konkret damit angefangen, zum Beispiel mit unserem erstmaligen großen Waldprogramm. Wir haben diese Aufgabe also jetzt schon angenommen und die ersten Maßnahmen eingeleitet. Wir können auch dabei aufbauen auf das, was schon gemacht worden ist. Mehr Wälder und mehr Moore sind Bausteine für naturbasierten Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Und weiteres kommt hinzu. Erneuerbare Energien, die Nutzung sauberen Wasserstoffs, die Digitalisierung auch für ländliche Regionen und gute Schulen. Und ich freue mich sehr, lieber Herr Oberbürgermeister, Sie waren gestern dabei in Rostock. Wir sind gerade in den Tagen der Hanseseel und die Hanseseel ist immer ein großes maritimes Volksfest. Sie ist aber gleichzeitig auch ein Wirtschaftstreffen. Viele Termine finden dort statt, wo es um die weitere wirtschaftliche Entwicklung geht. Und ich freue mich sehr, dass das Hanseseel Business Forum gestern gestartet ist mit dem Thema, welche Chancen im Klimaschutz auch in der Zusammenarbeit im Ostseeraum bestehen. Das zeigt, dass auch die Wirtschaft sich längst mit diesem Thema beschäftigt. Und das muss ja unser Ziel sein, das Thema Klima- und Umweltschutz in allen Lebensbereichen zu denken und gemeinsam voranzubringen. Und wir haben gestern auf der Hanseseel die erste Wasserstoffhanse gegründet, weil es unsere tiefe Überzeugung ist, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern beim Thema Energiewende, Klimaschutz nicht große Probleme haben werden, sondern große Chancen haben werden. Nach meiner tiefen Überzeugung ergibt sich erstmalig durch den notwendigen Klimaschutz, durch die notwendige Energiewende ein historisches Fenster, dass wir damit auch unsere wirtschaftliche Zukunft des Landes voranbringen können. Denn Mecklenburg-Vorpommern hat hier einen absoluten Standortvorteil gegenüber anderen Ländern, gerade den südlichen Ländern. Deshalb gibt es dort auch viele Verteilungskämpfe, wenn es um das Thema Onshore, Offshore geht. Aber wir haben Wind, Sonne. Und das müssen wir nutzen, um noch mehr erneuerbare Energien zu erzeugen. Wir erzeugen bereits 180%, also mehr als das, was wir verbrauchen. Aber es ist wichtig, dass wir den Wasserstoff als Energieträger und Energiespeicher weiterentwickeln. Und dann werden Unternehmen sagen, hier im Norden gibt es grüne Gewerbegebiete mit genau dieser grünen, sauberen Energie und hier siedel ich mich an. Und wir sind mittendrin, wir sind schon dabei. Wir haben Europas größtes Wasserstoffkraftwerk ans Netz gebracht. Wir haben den ersten sauberen grünen Gewerbepark ausgewiesen, weitere folgen. Wir haben die ersten Ansiedlungen von Zulieferbetrieben aus dem Automobilbereich, die sagen, hier wollen wir uns sofort niederlassen, weil wir hier die
Grundlagen haben dafür, auch Industrie klimaneutral und klimafreundlich umzubauen. Und wenn das mehr Unternehmen tun, werden die Menschen sehen, dass das für uns eine Chance ist, auch auf neue Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Und das ist so wichtig, dass wir die Idee des Klimaschutz, der ökologischen Verantwortung verbinden damit, dass die Nachhaltigkeit eigentlich auch die Grundlage für gute wirtschaftliche Perspektiven sind und dass das dann auch soziale Sicherheit schafft. Denn wenn Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie beim Klimawandel und Klimaschutz auch Perspektiven haben, was ihre eigene Situation in der Arbeitswelt oder im Sozialen angeht, dann verlieren wir zu viele Menschen dabei. Und unser Anliegen muss sein, so wie der Zukunftsrat es sagt, alle drei Dinge zu verbinden. Es wird darauf ankommen, Umwelt und Natur zu schützen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und dabei eben den wirtschaftlichen Erfolg und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Der Zukunftsrat mit Michael Suko hat uns Ansatzpunkte und Ideen auf den Weg gebracht. Und wir greifen diese Ideen auf, setzen sie um und werden sie weiterentwickeln. Es ist die junge Generation, die anders als es oft in der Öffentlichkeit berichtet worden ist, auch in unserem Land, dass sie nur auf dem Sofa mit dem Handy abhängen oder mit einem Bier an der Bushaltestelle stehen. Es ist diese junge Generation, die sich genau für dieses Thema Umweltschutz engagiert. Aber der Einsatz für Umwelt und Natur verbindet 14-, 15-, 16-Jährige mit 80-Jährigen, wie man an dem Beispiel von Michael Suko zeigt. Michael Suko hat mit seinem Lebenswerk die Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt. Er hat uns vorgemacht, wie aus Ideen Wirklichkeit wird, mit Sachkenntnis und Durchsetzungsvermögen, mit der Fähigkeit, Netzwerke zu knüpfen, Chancen zu nutzen und Menschen für dieses Anliegen zu begeistern. Lieber Herr Michael Suko, ich danke Ihnen von Herzen, was Sie für unser Land, für unsere Natur getan haben und damit für unsere Kinder und Enkelkinder. Ich möchte aber auch den Dank an Ihre Frau richten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man Dinge nur bewegen kann, wenn man selber die Kraft und Energie hat und wenn man den Rückhalt aus der ganzen Familie hat. Den haben Sie, lieber Michael Suko, von Ihrer Frau, von Ihren Kindern. Und deshalb möchte ich auch der ganzen Familie Suko an dieser Stelle für Ihren Einsatz danken. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit. Bleiben Sie so robust, so energievoll. Und wir haben ja alle den Jahresbericht 2020 der Suko-Stiftung. Und er beginnt auf der ersten Seite mit Erhalten, Haushalten, Werthalten. Das gilt für die Umwelt und die Natur. Aber das wünsche ich Ihnen auch persönlich. Erhalten Sie sich Ihre Leidenschaft. Es ist so schlimm, dass manche über viele Jahre, weil man auch immer wieder Hürden erlebt, abstumpfen. Das ist bei Herrn Suko überhaupt nicht. Wenn Sie mit ihm reden, dann glüht der für das Thema Umwelt- und Naturschutz wie ein 18-Jähriger. Erhalten Sie sich diese Leidenschaft. Haushalten Sie mit Ihren Kräften und werthalten Sie die Werte, die Sie uns vermittelt haben. Dazu braucht es immer einen Moment der Ruhe und Besinnung. Und dafür haben wir Ihnen, lieber Herr Suko, ein kleines Geschenk mitgebracht. Hier ist etwas drin, wo mit zwei Gläsern, wo man mindestens zu zweit sich eine nette Stunde im Grün machen kann. Und am Eingang vorhin haben Sie mich eingeladen auf ein schönes Gespräch im Grün. Und dann würde ich sagen, vielleicht kriegen wir es hin, dass ich noch das dritte Glas mitbringe und wir das genau gemeinsam uns vornehmen. Vielen Dank für Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie behütet.